Hallo, mein Name ist Fabian und ich bin dein Coach für den Mathematik macht Freude, Freunde Videolernzyklus zum Thema Satz von Pythagoras. Da es mir sehr wichtig ist, dass du möglichst viel entdecken und lernen kannst, habe ich ein paar wirklich spannende Herausforderungen für dich vorbereitet und ich würde mich freuen, wenn du diese nach deinem besten Wissen und Gewissen durchführst. Okay, dann los jetzt. Beim Satz von Pythagoras beschäftigen wir uns mit folgenden Kapiteln, nämlich einerseits mit rechtwinkligen Dreiecken und andererseits natürlich dann auch mit rechten Winkeln. Und da müssen wir uns ansehen, was ein rechter Winkel ist und auch was rechtwinklige Dreiecke sind. Denn so viel schon vorweg, der Satz von Pythagoras gilt in jedem rechtwinkligen Dreieck, aber nur in rechtwinkligen Dreiecken. Außerdem werden wir den Satz von Pythagoras gemeinsam erforschen und ihn danach auch gemeinsam formulieren. Davor besprechen wir aber ein paar Dinge, wo ich mir sicher bin, dass du sie schon weißt, nämlich die Winkelsumme eines Dreiecks beträgt genau 180 Grad und wie groß ist dann die Winkelsumme eines Vierecks? Ja, richtig, 360 Grad. Außerdem weißt du bestimmt noch, wie man den Flächeninhalt eines Quadrats mit Seitenlänge a ermittelt. Ja, genau, das war Seitenlänge mal Seitenlänge, also a mal a und das ist dann a Quadrat. Und dein Ziel für dieses Video ist, dass du das Vorwissen, also das notwendige Vorwissen, welches man für den Satz von Pythagoras benötigt, erlangst. Und dass du ihn eben schließlich dann auch kennenlernst. Kommen wir nun wirklich zum Satz von Pythagoras. Und da beschäftigen wir uns als erstes mal, wieso er eigentlich so heißt, wie er heißt, nämlich Satz von Pythagoras. Naja, das ist leicht erklärt, denn der Herr Pythagoras, ein griechischer Philosoph und Mathematiker, hat eben diesen Satz als erstes angeblich entdeckt. Wieso sage ich angeblich? Weil auch schon die Ägypter es geschafft haben, Gebäude mit rechten Winkeln zu bauen. Die haben dabei allerdings eine 12-Knoten-Schnur verwendet und man ist sich nicht ganz sicher, ob nicht von den Ägyptern bis zum Pythagoras schon mal jemand auf diesen Zusammenhang wirklich gekommen ist. Also die Ägypter haben es angewendet, aber noch nicht formuliert und der Herr Pythagoras hat es dann eben formuliert. Daher wollen wir uns auch den Pythagoras nochmal näher ansehen, denn er ist wirklich ein sehr bedeutender Mathematiker und Philosoph. Er lebte ca. 570 bis 510 vor Christus und nur zur Erinnerung, die Ägypter haben die Pyramiden, wo sie schon die Grundfläche mit rechten Winkeln gebaut haben, um 2500 vor Christus errichtet ca. Ja. Aber zurück zum Pythagoras. Er wurde eben in Samos geboren, das ist eine griechische Insel, und in seiner Jugend reiste er viel herum, unter anderem nach Ägypten und Babylonien. Schließlich reiste er dann nach Süditalien und gründete dort eine Schule für Philosophen. Und dein erster Arbeitsauftrag ist gleich, seine Reise ein bisschen nachzuvollziehen, indem du dein Atlas aus der Schule nimmst oder Google Maps und die griechische Insel Samos sowie die Länder Ägypten und Italien suchst. Außerdem würde ich dich bitten, herauszufinden, wo Babylonien eigentlich war. Drück dazu auf Pause. Ich bin mir sicher, du hast die Länder und die Insel gefunden. Schauen wir weiter. Nämlich, wir beschäftigen uns jetzt mit dem rechtwinkligen Dreieck und davor schauen wir uns eben den rechten Winkel an. Und da zoomen wir jetzt mal rein. Der rechte Winkel ist jetzt die Hälfte eines gestreckten Winkels und ein gestreckter Winkel hat 180 Grad. Daher ist der rechte Winkel das hier und er hat 90 Grad. Also zu merken ist jetzt, ein rechter Winkel hat 90 Grad. Und da gleich die nächste Aufgabe für dich, findest du fünf rechte Winkel in deinem Zimmer. Es können ganz beliebige Dinge sein. Drück dazu wieder auf Pause. So, ich habe natürlich wieder dasselbe gemacht und bin auf folgende rechte Winkel bei mir im Zimmer gekommen. Einerseits bei meinem Schild habe ich hier einen rechten Winkel, dann bei so einer Deko
habe ich da oben zum Beispiel und unten einen rechten Winkel. Bei meiner Mundharmonika habe ich einen rechten Winkel. Bei meinem Bücherregal habe ich ganz viele rechte Winkel. Und bei meinem Papiertannenbaum habe ich keinen rechten Winkel. Ja? Also das ist ein spitzer Winkel, aber kein rechter Winkel. Und dann bei den Bildern findet man rechte Winkel. Bei der Tür finde ich einen rechten Winkel. Und ich konnte auch in der Ecke meines Zimmers einen rechten Winkel finden. Nämlich einerseits zwischen den Wänden, also zwischen den Seitenwänden, aber auch zur Decke nach oben von den Seitenwänden. Nun möchte ich mit dir noch eine kurze Frage bearbeiten, die ich mir selbst als Schüler sehr oft gestellt habe, die mir aber leider nie beantwortet wurde. Nämlich, was meinst du? Warum gibt es so viele rechte Winkel? Also warum bauen wir Menschen eigentlich immer rechte Winkel? Drück dazu kurz auf Pause. Okay. Der erste Grund, der mir eingefallen ist, ist, dass er stabil ist. Nämlich, wenn du einen Holzstecken in den Boden steckst und so schief nämlich und nachher von oben drauf drückst, dann bricht er wahrscheinlich. Aber wenn du ihn gerade in den Boden steckst, also in den rechten Winkel, dann wird er den Druck standhalten. Außerdem ist ein rechter Winkel für uns Menschen etwas Schönes. Ja, richtig, etwas Schönes. Also überleg dir kurz, ob du in so einem Haus wohnen würdest, wo keine rechten Winkel sind, oder in so einem Haus. Oder noch besser, in einer Burg, wo ganz viele rechte Winkel sind. Und als dritter Grund ist mir folgender eingefallen. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, aber gemeinsam schaffen wir es bestimmt. Nämlich, die Dimensionen stehen rechtwinkelig aufeinander. Und ein eindimensionales Objekt wäre zum Beispiel ein Zahlenstrahl. Den kennst du bestimmt. Ein zweidimensionales Objekt wäre zum Beispiel ein Koordinatensystem oder aber auch einfach nur ein Kreis, wo es eine Länge und eine Breite gibt. Und die stehen rechtwinklig aufeinander. Ein dreidimensionales Objekt wäre jetzt etwas, wo noch eine Höhe dazukommt. Also sowas wie du und ich. Oder auch dein Zimmer. So, das war ganz schön viel rechter Winkel. Schauen wir jetzt zum rechtwinkligen Dreieck. Jetzt wissen wir schon, was ein rechter Winkel ist. Und das Besondere bei einem rechtwinkligen Dreieck ist natürlich, dass ein Winkel 90 Grad hat. Also ein Winkel ist ein rechter Winkel. Und wir erhalten zum Beispiel ein rechtwinkliges Dreieck, indem wir ein Rechteck halbieren und zwar bei der Diagonale. Dann erhalten wir zwei rechtwinklige Dreiecke. Bei einem rechtwinkligen Dreieck gibt es jetzt ein paar wichtige Begriffe, die du unbedingt wissen solltest. Nämlich, ein rechtwinkliges Dreieck hat zwei Katheten und eine Hypotenuse. Sehen wir uns an, was das ist. Die zwei Katheten sind jene Seiten des Dreiecks, die den rechten Winkel einschließen. Und die Hypotenuse ist jene Seite des Dreiecks, die gegenüber des rechten Winkels liegt. Hier habe ich übrigens einen Geheimtipp für dich, nämlich wie du dir das gut merken kannst. Dazu musst du nur die T's zählen in Katheten und Hypotenuse. Nämlich von dem, wo es zwei gibt, also bei den Katheten, sind auch zwei T's enthalten. Und von der Hypotenuse gibt es nur eine. Und das Wort Hypotenuse hat auch nur ein T. Du kannst es dir aber auch so merken, die Katheten sind immer die kürzeren Seiten und Katheten beginnt mit K, somit kürzer. Und die Hypotenuse ist immer die längste Seite in einem rechtwinkligen Dreieck. Das heißt, wir wissen jetzt, dass die Seiten beim rechten Winkel, also die den rechten Winkel einschließen, Katheten heißen und die Seite, die gegenüber des rechten Winkels liegt, Hypotenuse heißt. Und zum Abschluss des ersten Videos habe ich ein Rätsel für dich vorbereitet. Zur Beantwortung dieser ganzen Fragen drücke am besten auf Pause und zwar jetzt. Ich blende jetzt die richtigen Antworten ein und das hier sind sie. Nun habe ich fünf rechtwinklige Dreiecke, P, Y, T, H, O, also Pytho, angegeben, nämlich ihre Seitenlängen habe ich dir angegeben. Und
Ein rechtwinkliges Dreieck sieht ja folgendermaßen aus. Wichtig ist jetzt, dass bei dieser Angabe a und b die Katheten sind, also die Seiten, die den rechten Winkel einschließen, und c die Hypotenuse des rechtwinkligen Dreiecks ist. Und am besten, du drückst jetzt dann auf Pause und zeichnest alle fünf rechtwinkligen Dreiecke und überprüfst, ob du schon irgendwelche Gemeinsamkeiten entdecken kannst. Beachte dabei, die Einheit aller Werte ist Zentimeter. Drück jetzt auf Pause. Sehr gut, dann sehen wir es uns gemeinsam an. Ich habe jetzt das rechtwinklige Dreieck P gezeichnet und jetzt machen wir Folgendes. Nämlich, wir zeichnen jetzt zu jedem dieser fünf rechtwinkligen Dreiecke drei Quadrate mit den Seitenlängen des entsprechenden Dreiecks. Und dann schauen wir, ob uns etwas auffällt. Ich mache das mal für das Dreieck P vor. Das heißt, wir haben hier das Dreieck und jetzt zeichnen wir ein Quadrat mit der Seitenlänge 3, also der Seitenlänge A, dazu. Also so. Und dann zeichnen wir ein Quadrat mit der Seitenlänge B gleich 4 dazu, also so. Und schließlich noch ein Quadrat mit der Seitenlänge 5. Und das sieht dann so aus. Nun können wir uns für alle Quadrate den Flächeninhalt von ihnen berechnen. Und das ist ja Seitenlänge mal Seitenlänge. Also für das Quadrat mit Seitenlänge a brauchen wir nur a mal a rechnen. Das ist dann 3 mal 3, also 9. Für das Quadrat mit Seitenlänge b, also das blaue, brauchen wir nur 4 mal 4, also 16 haben wir dann. Und für das Quadrat mit Seitenlänge c, also das rote, rechnen wir 5 mal 5 und da erhalten wir 25. Ergibt 9, 16, 25. Und jetzt bist wieder du dran. Drück auf Pause und bearbeite alle 5 rechtwinklige Dreiecke. Betrachten wir mal das Dreieck y. Hier haben wir ein c von 13. Das kann ich mal einstellen. Das rechtwinklige Dreieck y mit seinen Seitenlängen 5, 12, 13. Wir können uns wieder den Flächeninhalt der drei Quadrate ermitteln, indem wir Seitenlänge mal Seitenlänge rechnen und erhalten 25, 144 und 169. Schauen wir uns das Dreieck t an. Hier sehen wir jetzt das Dreieck T mit den Seitenlängen 8, 6, 10 und seinen drei Quadraten. Wenn wir jetzt die Flächeninhalte der drei Quadrate ermitteln wollen, können wir wieder Seitenlänge mal Seitenlänge rechnen. Also bei 8, 6, 10 ergibt sich dann 64, 36 und 100. Das Ganze noch für das Dreieck H. Hier haben wir jetzt das Dreieck H mit den Seitenlängen 8, 15, 17 und wir können uns wieder die Flächeninhalte der drei Quadrate ermitteln, indem wir Seitenlänge mal Seitenlänge für jedes rechnen und erhalten dadurch 64, 225, 289. Eins bleibt noch übrig, nämlich O. Nun sehen wir auch das letzte rechtwinklige Dreieck, nämlich das Dreieck O. Und können die Flächeninhalte der drei Quadrate ermitteln mit Seitenlänge mal Seitenlänge und erhalten 225, 400 und 625. Wenn dir nun schon was aufgefallen ist, sehr gut, wenn nicht, auch kein Problem. Jetzt addieren wir a Quadrat mit b Quadrat. Also wir addieren den Flächeninhalt des Quadrats mit Seitenlänge a mit dem Flächeninhalt des Quadrats mit Seitenlänge b. Und dafür drück wieder auf Pause. So, dann notieren wir mal die ganzen die Berechnungen. Also ergibt sich a Quadrat plus b Quadrat 25, 169, 100, 289 und 625. Ich bin mir sicher, jetzt fällt dir etwas auf. Nämlich c Quadrat ist immer genau dasselbe wie a Quadrat plus b Quadrat. Und das ist doch was wirklich Spannendes.
Also der Flächeninhalt des Quadrats mit Seitenlänge c ist genau dasselbe, wie wenn ich den Flächeninhalt des Quadrats mit Seitenlänge a mit dem des Quadrats mit Seitenlänge b addiere. Jetzt wollen wir diesen Zusammenhang gemeinsam formulieren, denn das ist der Satz von Pythagoras. Und hierzu betrachten wir das erste rechtwinklige Dreieck, also das rechtwinklige Dreieck p mit den Seitenlängen 3, 4, 5. Versuche jetzt den Zusammenhang, den du bestimmt vorher entdeckt hast, in einem Satz oder in zwei Sätzen aufzuschreiben. Drück hierfür auf Pause. Meine Formulierung klingt so: Die Summe der Flächeninhalte der Quadrate mit Seitenlänge a und b ist genau gleich wie der Flächeninhalt des Quadrats mit Seitenlänge c. Und wenn wir das jetzt notieren, was uns vorher aufgefallen ist, dann war ja a Quadrat plus b Quadrat c Quadrat. Und das ist, wie gesagt, der Satz von Pythagoras. Also, die Summe der Flächeninhalte der Quadrate mit Seitenlänge a und b ist genau gleich wie der Flächeninhalt des Quadrats mit Seitenlänge c. Wenn du es ein bisschen anders formuliert hast, kein Problem, solange der Sinn derselbe ist. Und als Geheimtipp habe ich noch das für dich. Nämlich, merke dir am besten, Kathete zum Quadrat plus Kathete zum Quadrat ist gleich Hypotenuse zum Quadrat. Da eben die Seiten auch anders benannt sein können. Sie könnten zum Beispiel auch E, F und G heißen. Und dann weiß man auf einmal nicht mehr, was man tun soll, wenn man nur a² plus b² gleich c² sich merkt. Aber Kathete zum Quadrat plus Kathete zum Quadrat ist gleich Hypotenuse zum Quadrat, gilt in jedem rechtwinkligen Dreieck und kann ich auch immer anwenden. Und daher können wir jetzt zu unserer Wolke den Satz von Pythagoras dazu schreiben, also a² plus b² gleich c². Die Take-Home-Message für dich ist jetzt folgende: a² plus b² gleich c² ist der Satz von Pythagoras, wenn a und b die Katheten sind und c die Hypotenuse ist. Allgemein gilt, Kathete zum Quadrat plus Kathete zum Quadrat ist gleich Hypotenuse zum Quadrat. Und das gilt eben in jedem rechtwinkligen Dreieck. Wenn du das mal nicht glaubst in einem rechtwinkligen Dreieck, dann zeichne dir einfach die Quadrate dazu und berechne dir ihren Flächeninhalt und dann wirst du feststellen, dass a² plus b² gleich c² ist. Ich hoffe, du hast viel lernen können. Bis zum nächsten Video.